Nach den zum Teil geradezu sensationellen Auswärtsleistungen Ihrer Mannschaft, Herr Freidl, erwartet das Grazer Publikum heute gegen Rapid wahrscheinlich nicht nur eine gute Leistung, sondern wenn möglich auch einen Erfolg. Wie sehen Sie die heutige Aufgabe? Ja, ich glaube, dass es ein sehr schweres Spiel wird für uns. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Rapid ist jetzt wirklich eine europäische Spitzenmannschaft. Aber ich habe Vertrauen zu meiner Mannschaft und ich hoffe, dass wir auch einmal zu Hause diese Leistungen bringen können, die wir auswärts bis jetzt gebracht haben. Und vielleicht kommt uns Rapid mit ihrem Spiel, also den Druck nach vorn bringen, etwas entgegen und wir können ein bisschen die Auswärtstaktik zu Hause anwenden. Nicht nur Hans Krankl, heuer in bester Form, auch Rapid in großer Form. Das heißt also, Rapid geht in das Spiel heute in Graz nicht als Außenseiter, wie so oft in der Vergangenheit. Wir gehen sicher in kein Spiel in Österreich als Außenseiter, aber wir wissen, wie schwer es ist, besonders auswärts da. Ich finde, die Vereine haben alle gut gearbeitet, alle. Ich muss sagen, auch der SAK hat uns große Probleme bereitet und besonders zu Hause sind eben die Vereine stark. Und wir bringen natürlich immer Massen von Zuschauern auf den Platz, besonders auswärts. Das ist hier so, das ist in Salzburg so, ob in Linz oder in Innsbruck. Und natürlich will man Rapid verlieren sehen und das ist unsere große Aufgabe hier, eben immer zu gewinnen. Es wird natürlich von Mal zu Mal schwerer, da wir ja noch nicht verloren haben. Aber ich glaube, auch wir werden ein Spiel verlieren und vielleicht mehrere, und dann wird sich jetzt zeigen, was Rapid für eine Mannschaft hat, denn bis jetzt ist alles nach uns verlaufen. Und wenn wir einmal verlieren, dann müssen wir zusammenhalten und dann wird sich zeigen, ob Rapid eine Mannschaft ist. Und 8.500 Zuschauer in Graz, Liebenau Rapid in den hellen weißen Dressen und der GAK ohne Davis, Kovi, ohne Stiering und ohne Nessel. Der GAK eher, wie schon von Freidl angekündigt, defensiv eingestellt, abwartend auf Konterchancen aus, mit klarer Manndeckung auf die Sturmspitzen. Gamauf und Marco markierten von Beginn an ganz konsequent die Spitzen. Fehler von Steinbauer. Krankl, ihm springt der Ball zwar in die Hand, aber da wird nicht gepfiffen und er schießt sofort und es steht 1:0. Kein absichtliches Handspiel von Krankl, wir sehen es in der Wiederholung, aber der Ball springt ihm hier an den Oberarm, er schützt sich förmlich vor dem Ball. Marco kann nicht mehr eingreifen und 1:0, ein Auftakt nach Maß für Rapid, etwa 30 Sekunden gespielt und 1:0 bereits für Rapid. 16. Tor schon von Hans Krankl. Leiner gegen Zuinelli und Freistoß. GAK noch nicht über die Mittellinie gekommen, eingeschnürt in dieser Anfangsphase bereits in der eigenen Hälfte. Freistoß. Krankl durch die Mauer durch, aber der junge Tormann Trost hat aufgepasst. Und Rapid spielt einen modernen, schnellen Fußball. Vor allem werden die Positionen laufend gewechselt und gerade das viele Wechseln der Positionen, das bringt die großen Probleme für den GAK. Durch die Manndeckung zu Beginn des Spieles gibt es immer wieder Löcher in der Abwehr. Vucic. Und Halilovic, 10. Minute, 2:0. Sein erstes Meisterschaftstor für Rapid, auch geht zu die Wiederholung. Ein Schuss, der am Tor vorbeigegangen wäre, von Krankl von der linken Seite und richtig hineingefahren. Halilovic und 1:0. Das sind Aufschriften, die auf einem Sportplatz leider nichts zu tun haben, aber im Grunde haben sich die Rapid-Fans, die nicht sehr zahlreich nach Graz gekommen waren, sehr ruhig und eher diszipliniert verhalten. Aber das Spiel beginnt nach ihrem Geschmack, denn nach 18 Minuten bereits das 3:0. Torschütze Krenča. Wieder ein eher billiges Tor, wieder die GAK-Abwehr leicht ausgespielt. Ein Schuss vom Strafraum, Eck aus, Abpraller von Trost und schneller als alle anderen, Krenča und 3:0, 18 Minuten. Niemand in Graz hätte mit dieser klaren Rapid-Führung nach etwas mehr als einer Viertelstunde gedacht. Und zu diesem Zeitpunkt war für den GAK bereits alles verloren. Fehler über Fehler hier der junge Bauric, der den Ball nicht mehr wegbringt. Völlige Konfusion, hier abseits verdächtig, aber was soll es? Krenča nützt diese Chance, 4:0.
Für einen Schuss von Krankl, der an die Stange geht, schauen wir uns das noch einmal genau an. Sieht doch nach Abseit aus, dass nicht gegeben wurde. Antrost vorbei, an die Stange und wieder Kreintscher im schnelleren Erfassen der Situation als 2 GAK-Spieler und 4:0. Zu diesem Zeitpunkt haben die ersten Zuseher bereits das Stadion verlassen. Viele haben diesen Mann gar nicht mehr gesehen. Das ist Gerhard Schönbacher, der morgen über 205 Kilometer schnell fahren will in dieser Position auf einem Autobahnstück südlich von Graz, um damit einen neuen Weltrekord mit Skiern auf dem Autodach aufzustellen. Nach Seitenwechsel, wenige Sekunden gespielt, Rucic, und auch er überläuft alles und stellt auf 5:0. Ab diesem Zeitpunkt können wir keine Zeitlupe jetzt mehr spielen, denn sonst reicht die Zeit für unseren heutigen Beitrag nicht mehr aus, um alle Ereignisse, die noch kommen, auch tatsächlich unterzubringen. Der GAK bemüht sich, aber er kommt kaum vor das Tor, kommt kaum zu Chancen. Hier einmal Jedinak, einmal die Bürter, die Abwehr, und schießt ans Außeneck der Stange die einzige ernstzunehmende Chance in den ersten 50 Minuten für den GAK. Aber das Spiel macht nur Rapid. Backhult, der nach Seitenwechsel ins Spiel gekommen war, und Kreintscher spielend, leicht sieht das aus. Aber es ist nur dann so leicht möglich, wenn man A, perfekt spielt, und B, wenn der Gegner bereits so geschlagen ist wie der GAK an diesem Abend in Liebenau. Vor eigenem Publikum. Herrliches Zusammenspiel. Krankl hat noch Zeit, mit der Ferse den Ball mitzunehmen. Schaut einmal auf, sucht Kreintscher, der nimmt ihn auch mit der Ferse mit, und dann einzige Chance, ein Foul zu machen, und es gibt Freistoß. Sechs Mann in der Mauer, wer wird schießen? Krankl oder Kreintscher? Kreintscher schießt und Tor! Sieben zu null bereits für die Mannschaft von Rapid. Was für ein Spiel der Rapidler, und man muss schon lange zurückblättern, um eine ähnliche GAK-Niederlage zu finden. Gerade gegen Rapid gab es einmal ein 11:1 in Wien 1978. Backhult aus 2 Metern, das 8:0. Außer Rand und Band die GAK-Abwehr, die keine Chance mehr hat, sich hier bei diesem Spielrausch der Rapidler auch nur annähernd in Szene zu setzen. Die Rapidler spielen nach Belieben die Abwehr aus. Der junge Weber ist in der Zwischenzeit ins Spiel gekommen, und auch er kommt zu seinem Tor, zum 9:0. Und damit wird dieser Abend wohl zur bittersten Stunde des GAK in Heimspielen, denn den Schlusspunkt setzt wenig später, um es vorwegzunehmen, Backhult mit seinem 2. Tor. Rapid schlägt sensationell hoch den GAK mit 10:0.